So, willkommen zurück zur dritten Folge von Dishonored. Wir haben es geschafft, aus der Kanalisation zu entkommen und haben uns mit einem mysteriösen Fremden getroffen, nämlich diesem Samuel Beechworth, der von einer Organisation geschickt wird, die uns helfen will bei was auch immer. Wir stehen noch vor einem großen Rätsel. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, was diese Schiffe mit diesen riesengroßen Walen zu tun haben. Verwirrt mich ein wenig. Naja, wie auch immer. Wir gucken uns mal ein bisschen um, würde ich sagen. Wir sind ja gerade eben erst rausgekommen aus der Kanalisation. Und vielleicht gibt es ja hier was zu finden. Die Frage ist, da unten rechts läuft meine Luft ab. Wow, 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 wow. Und die Fische greifen mich an. Ey, was sind das für Fische? Ich möchte aber gerne wissen, ob es hier irgendwas zu finden gibt. Sieht aber nicht so aus. Oder ist das eine Höhle? Nee. Naja, wie auch immer. Wenn ich irgendwas übersehen sollte, könnt ihr mich ja in den Kommentaren strafen. Ich würde es mal machen mit der Story weiter. Steigen Sie ein! Warmes Essen und ein warmes Bett warten schon auf Sie. Das klingt gut. Na gut, alter Mann, dann los. Okay, Missionsdetails. Gegner eliminiert, Zivilist eliminiert. Ich habe 13 Gegner eliminiert, Zivilisten keine. Alarm ausgelöst, keinen Leichen oder bewusstlose Person entdeckt. 6, das heißt, ja, ich war nicht besonders vorsichtig. Allgemeiner Chaosfaktor hoch, niemanden getötet, nein, Geist nicht entdeckt worden, nein. Okay, also man kann es deutlich besser machen. Und ich habe auch nicht alle Münzen gefunden, nämlich nur 642 von 1000. Aber um die Story durchzuspielen, ist das jetzt mehr als ausreichend. Okay. Schon sind wir wieder auf einem Boot. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Das sieht alles schon ziemlich heruntergekommen aus. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Ich muss sagen, das Design von der Stadt gefällt mir ziemlich gut. Und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Okay. So, dann wollen wir mal schauen. Missionshinweise aktualisiert. Schiffer Samuel hat dich zum Fluss vom Gefängnis von Coleridge entlang hierher geschmuggelt. Er arbeitet für eine Untergrundorganisation, die gegen die illegitime Herrschaft der Lordregenten arbeitet und hat dich zu ihrem Stützpunkt gebracht, wo du ihre Mitglieder treffen sollst. Okay. Soweit, so gut. Ich schaue mich hier aber nochmal kurz ein bisschen um. Durch? Nein. Da auch nicht. Wie gesagt, ich bin jemand, der gerne erstmal sich die Gegend anguckt, um herauszufinden, womit das zu tun hat und um versteckte Items und so weiter zu finden. Die es ja in vielen Spielen oft irgendwo versteckt am Wegesrand gibt. Und wenn man sich hier schon frei bewegen kann, dann muss ich das auch ausnutzen. Sieht aber nicht so aus, als ob hier irgendwas Besonderes versteckt wäre. Oh, fuck. Ja, da hinten verliere ich Leben. Ich glaube, da sollte ich nicht lang schwimmen. Na gut, dann gehen wir halt den Hauptweg weiter. So.
Das habe ich durch sinnloses Erkunden die Hälfte meines Lebens verloren. Naja. Hier ist auch nichts. Das kann doch nicht sein. Wieso sollte der Entwickler Wert darauf legen, dass ich mich umsehen kann, wenn es doch gar nichts zu finden gibt? Das irritiert mich schon. Hier hinten vielleicht? Nee, auch nicht. Ach, meine Güte. Das sieht aus wie eine verlassene Fabrik. Okay, den Schlüssel werde ich wahrscheinlich nachher noch bekommen. Aber ich würde mal sagen, wir lassen uns mal überraschen. Ah! Achtung an alle Bürger. Sofern Sie keine anderweitige Autorisierung besitzen, gilt die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang. Missachtung führt zu Verhör und Haft, falls nötig. Vergessen Sie nicht, nur drastische Maßnahmen sorgen für Sicherheit. Okay, die Frage ist, ob ich jetzt hier überhaupt schon lang soll. Aber ich probiere es einfach mal aus. Ich setze mal einen Speicherpunkt. Und dann gucken wir mal weiter. Ich würde ja gerne mal durch diese Luke da unten springen, aber ich weiß nicht genau, wo ich dann hinkommen werde. Ah. Jetzt kann ich mir hier nochmal nämlich so einen Audiographen anhören. Meine Möbel wurden endlich geliefert und aufgebaut, unter den größten Beschwerden dieses tumpen Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt, so sehr wie ich zu leiden. Wo wir davon sprechen. Wallace! Bring mir bitte zwei Flaschen roten Dunwall. Ganz egal welchen. Und dann noch ein sauberes Glas. Ja. Ich fange morgen noch einmal an. Okay, nicht besonders interessant. Da unterm Bett ist irgendwas. Was ist das? Ah. Na, sieh mal einer an. So leicht kommt man also an Geld. Die Frage ist, ob ich in den anderen Etagen irgendwas gesehen habe. Ne, es war zugemauert, genau, da konnte ich nicht durch. Und hier war nicht mehr zu finden, glaube ich. Da ist noch eine Tür. Aha. Achtung, Bürger. Oh Gott, also das werde ich mir jetzt nicht alles durchlesen. Ich werde jetzt nach und nach die Seiten durchblättern und ihr könnt dann Pause drücken und lesen, wenn ihr wollt. Ich werde das jetzt nicht tun. So, das war's schon. Okay. Ich werde es mir nachher einfach in der Aufnahme mal durchlesen. Daher hat der Lord Regent verfügt, dass die Seuchenbestimmungen auf den Monat des Regens Gültigkeit behalten. Bleiben Sie wachsam und loyal. Eintrag 1-4. Wir sind scheinbar in einer neuen Phase. Martens Verbesserungen zeigen Wirkung und der frühere Leibwächter ist unterwegs zur Sammelstelle. Mit Pendletons Stimmen und meinen Verbindungen zum Militär fehlt uns nur noch die Fähigkeit, mit kontrollierter Gewalt gegen bisher unzugängliche... Ach, genug. Wir brauchen jemanden, der die Schweine umbringen kann. Corvo ist ganz sicher dazu in der Lage. Ende. Das ist aus. Scheiter, wo ist der Ausschalter? Mal gucken, ob ich der Richtige für diesen Job bin. Harlocks Tagebuch, erster Eintrag, lesen wir uns das mal durch. Es ist einige Tage her, seit unsere Mörder losgeschickt wurden, um Waffen für Corvo in der alten Kanalisation zu hinterlegen. Sie sind nicht zurückgekehrt, darum bleibt mir nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass sie die Pakete an ihren Bestimmungsort bringen konnten. Piero hat viel Zeit und Mittel darauf verwendet, diese Waffen herzustellen. Wenn ich einen Weg finden könnte, sie in größeren Mengen zu produzieren, wären Dumbledores Marine die bei weitem größte Macht auf der ganzen Welt. Doch zurück zu Corvo. Wird es ihm gelingen, aus Caldbridge auszubrechen? Und falls ja, wird er bis hierher kommen?
Ich denke, seine Chancen stehen 1 zu 5. Tja, und ich habe die Chancen übertroffen, würde ich mal sagen. So, hier ging es auch weiter. Aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos. Das ist einfach ein Lied. Ist es Schiffen untersagt, im Destilleriebezirk anzulegen. Wer diese Anordnung missachtet, wird zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk gebracht. Was gibt's denn hier alles zu finden? Okay. Knittletter auf und zu machen. Na, wie gesagt, ich drücke jetzt jedes Mal Pause, damit ihr. Ich mache die Bücher jedes Mal auf, damit ihr die Chance habt, Pause zu drücken. Falls euch interessiert, was daran steht. Mich interessiert es nämlich gerade echt überhaupt nicht. Oh, da oben. Okay. Geht's noch weiter runter? In der Tat. Oh, 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 oh. Wie stecke ich eigentlich meine Waffen weg? Versuchen Sie nicht, Freunde und Familienmitglieder zu beherbergen und zu pflegen, mit lange X drücken. Im Gesicht und Brustbereich aufweisen. Die einzige Rettungsmöglichkeit besteht darin, sie der Stadtwache zu übergeben, die sie zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk bringen wird. Tut mir leid, dass es so dunkel ist. Wir dürfen nicht gesehen werden. Aber so ist es doch etwas romantisch, oder? Ja, total. Und der hat da hinten einen Schlüssel hängen und ich frage mich, ob ich irgendwie die Möglichkeit habe, diesen Schlüssel zu stehlen. Aber es sieht nicht so aus. Vielleicht muss ich sie ja umbringen. Das mache ich jetzt aber erstmal nicht. Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Selbst nach 6 Monaten Gefangenschaft in Caldwich ist er geschickt entkommen. Ja, kein Wunder. Er war der persönliche Leibwächter der Kaiserin. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie. Wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Okay. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Okay, das klingt gut. Trifft die Kaisertreuen, habe ich abgehakt. Trifft Piero in seiner Werkstatt in der Nähe des Hafens. Okay. Also gut, der Plan wurde uns gerade erklärt. Es scheint nicht sonderlich kompliziert zu sein. Wir werden, denke ich mal, durch das Spielgeschehen darauf stoßen, was wir tun werden oder tun müssen. Oder wie auch immer. Und ich gucke mir hier erstmal die restlichen Räume an. Da geht's raus. Ich wollte aber eigentlich noch... Okay, ich kletter jetzt mal nach unten. Ist auch kompliziert, dass man die Aktion abbrechen muss. Da kann ich noch nicht rein. Okay, wie es aussieht, kann ich hier noch nicht wirklich viel machen. Da ist eine Tür, die ich noch nicht öffnen kann.
Naja, wie auch immer. Ich werde jetzt nochmal oben aufs Dach gehen. Oh mein Gott, ist das scheiße, als wenn man die Sicht umkehrt, dass dann die Aktion auch umgekehrt wird, dass man auf einmal runterklettert und nicht mehr hoch. Naja, wie auch immer. Wer ist das? Valens? Wenn Sie erlauben, ich bin Lord Pendletons persönlicher Assistent und einer der ältesten Diener im Hause Pendleton, so wie vor mir mein Vater. Nun beaufsichtige ich dieses Haus, das Heim der Kaisertreuen. Ich habe den Admiral noch nie versagen sehen. Wenn jemand die Ordnung in Dunwall wiederherstellen kann, dann er. Wenn jemand sie rehabilitieren kann, dann er. Okay. Na gut. Wenn du das sagst. Persönlicher Assistent. Wo kommen die ganzen Leute her? Die waren doch eben alle noch nicht da. Der Admiral diente in der Marine der Kaiserin. Aber es gab irgendeinen Zwischenfall mit dem Lordregenten, sodass er gehen musste. Wenn du mich jetzt natürlich die Tür lassen würdest, wäre alles in Ordnung. Wo bin ich denn eben hergekommen? Ist mein Gedächtnis jetzt schon... Ah, genau. Achtung, Bürger von Dunwall. Der alte Hafenbezirk wurde zur Evakuierungszone erklärt. Die Zahl der Weiner hat im Monat der Saat zugenommen. Daher hat der Lord Regent verfügt, dass die Seuchenbestimmungen auch im Monat des Regens Gültigkeit behalten. Bleiben Sie wachsam und loyal. Wachsam und loyal. So wie es jeder Diktator formulieren würde. Hier kommt man auch raus. Puh, ich bin ein wenig... Ah, okay, das ist die Tür, wo wir eben nicht durch konnten. Das heißt, die untere Tür wird vermutlich... Ja, genau. Na gut, dann wollen wir mal hier zu dem Pierre gehen, der wie heißt, Piero. Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Das will ich aber auch hoffen. Ich bin nämlich auch ein Künstler. Ich bin... Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsichtig, das Öl ist instabil. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Na gut. Das ist ja jetzt nicht unbedingt die schwerste Aufgabe, die ich jemals lösen musste. Perfekt. Nun rein damit. Perfekt. Vielen Dank, Corvo. Hier, sehen Sie? Sie benutzen Walöl, um Energie herzustellen. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So. Besser so? Ich kann auch mehr für Sie herstellen. Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Das klingt fair. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Ja, die Frage ist jetzt, was habe ich überhaupt für Ausrüstung, die er modifizieren könnte, aber ich probiere es einfach mal. In einer Falle, die auf nahezu jeder Oberfläche platziert werden kann. Granate, Kabelwerkzeug. Erlaubt es dir, Schaltkreise zu verändern und Sicherheitssysteme nach deinen Wünschen zu manipulieren. Wird beim Einsatz verbraucht. Okay, nee, wir machen erstmal... Ach du Scheiße, was kann ich alles verbessern, mein Gott. Lassen wir erstmal nichts verbessern. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Nun gut. Sie müssen es wissen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Noch etwas brauchen. Ich will mich nicht immer direkt schlafen legen, weil ich dann...
keine Chance habe, mich ein bisschen umzugucken. Wofür kann ich jetzt diesen Schraubstock benutzen, bitte? Kann ich mich selber einspannen? Das war auf jeden Fall lustig. Na, gibt's hier noch irgendwas? So, wieder für euch. Okay, was ist das hier? Piero, nein, ich werde diese Einkäufe nicht autorisieren. Ein Beutel zerschossener Kristalle. Zerstoßener Kristalle, Verzeihung. Tyvianisches Erz. Warum können Sie nicht die wunderbaren Metalle von Crystal benutzen? Federn von King Sparrow. Wenn Sie Federn brauchen, sehen Sie in Ihrem Kopfkissen nach. Vielleicht haben Sie in der Akademie alles automatisch und ohne Prüfung bekommen, aber das ist hier nicht mein Unternehmen. Oder das, was davon übrig geblieben ist. Und wir haben nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Wir haben schon kaum noch Öl, Essen, Elixier, Baumaterialien und alles andere, also müssen Sie sich etwas einschränken. Solange ich die Rechnung bezahle, werde ich Ihre Einkäufe nicht abzeichnen, solange sie nicht absolut notwendig sind. Kein Kupferdraht mehr, keine seltenen Kräuter. Wenn Sie diese Dinge benötigen, gehen Sie vor die Tür und sammeln Sie sie selbst. Halb Dunwell liegt in Trümmern, also wird niemand etwas vermissen, wenn Sie sich das alte Zeug nehmen. Okay, deswegen soll ich auch jetzt rumziehen und alles einsacken, damit er es verbrauchen kann, weil er kein Geld zur Verfügung bekommt, um seine Materialien herzustellen. Ne, ich lese jetzt nicht alle Bücher durch, könnt ihr vergessen. Walöl-Füllstation. Sokolov besitzt nicht länger einen Vorteil, wenn es um Walöl geht. Der gute Admiral hat die Installation meines eigenen Systems bezahlt, mit dem er hier arbeiten kann. Der Öltankspender wird nach seiner Aktivierung einen leeren Tank für die Füllung bereitstellen. Wenn der leere Tank in die Nähe der Öltankauffüllung gebracht wird, sollte eine magnetische Vorrichtung den Tank greifen und ihn in die richtige Position festmachen. Mit dem Hebel startet man dann den Abfüllvorgang. Wenn das Abfüllen abgeschlossen ist, kann der Tank entfernt werden und er ist einsatzbereit. Gefüllte Tanks müssen mit äußerster Vorsicht behandelt werden, da sie höchst instabil sind. Das System ist durchdacht und gut konstruiert. Scheinbar hat die Grievous Öl Company zur Abwechslung einmal etwas richtig gemacht. Und das ist ja diese Vorrichtung, die ich gerade benutzt habe. Was gibt's hier noch? Die Verarbeitung von Walöl. Auszug, niedergeschrieben vom Ilmenetzer Graves, dem Gründer von Graves Walhaus. Auf hoher See halten sich die Bestien mit Haken und Tauen fest, die vom Hauptschiff und zahlreichen kleineren Schiffen geworfen werden. Bojen sorgen dafür, dass der Wal nicht untertaucht. Einmal gefangen, wird ein großer Haken durch die Schwanzflosse getrieben, mit dem die Kreatur an Bord gezogen wird. Wale klagen und brüllen, wenn die Männer sie an Deck ziehen und dann ein auf Deck aufgestelltes Gerüst hieven. Das Schiff nimmt unterdessen wieder Kurs auf Dunwell, wo die Besatzung an die Arbeit geht. Sie schneiden die fettigsten Teile der großartigen Kreaturen ab, während sie noch am Leben ist. Okay, das klingt verdammt bestialisch. Aber, ne, man muss ja irgendwie sein Geld verdienen. Mein Bruch mit der Akademie war explosiv, um es so auszudrücken. Ich musste ganz von vorne anfangen, aber es wurde viel besser. Ich war es leid, mit Werkzeugen von Stümpern zu arbeiten. Tja, wenn du es jetzt besser hast, sei froh. Die Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Walöl Energie besitzt, damit Wale auch noch in größten Meerestiefen überleben können. Ansonsten könnten sie dem Druck und der Kälte nicht standhalten. Ich spekuliere, dass ein Mensch durch Anpassungsprozesse hochenergetische Körpersäfte produzieren könnte. Ich könnte einen Tank für ein Testobjekt bauen, der seinen Druck langsam über einen großen Zeitraum erhöht. What the und fuck? Dann über Jahre hinweg beobachten, ob das Testsubjekt eine energetische Substanz bildet. Die Kaiserin wird mir sicher mit entsprechenden Anlagen einem Testsubjekt und der notwendigen Straffreiheit aushelfen. Das klingt verdammt asozial. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, in einen Behälter eingesperrt werden, in dem Überdruck herrscht. Sein Werkstattschlüssel erforderlich. Okay, da komme ich erstmal nicht rein. Ich muss ins
Bett gehen. Dann tue ich das wohl. Wo war nochmal das Treppenhaus? Hier vorne. Ist dieser Mann gefährlich? Ja, sehr sogar, aber keine Angst. Er arbeitet mit unseren Herren. Er soll die Kaiserin getötet haben. Natürlich hat er das nicht. Die Leute sind dumm und glauben, was man ihnen sagt. Die reden über mich, obwohl ich daneben stehe. Wenn er ihm vertraut, werde ich es auch. Wie sympathisch. Wo ist denn mein Bett da oben? Na, wie schön, da unten sind richtig schnucklige Zimmer und ich muss hier in diesem Ranzbett schlafen. Ja, ich gehe jetzt schlafen. So, der nächste Morgen ist angebrochen, beziehungsweise es scheint so, als ob es noch Nacht ist. Bin mir aber gerade nicht so ganz sicher. Ich werde mal... war hier nicht noch eine zweite Tür? Doch, da. Die auf einmal zugemauert ist. What the fuck? Oh, was zum Teufel. Ich scheine zu träumen. Weil die Stadt nämlich nicht mehr ganz so ist wie zu dem Zeitpunkt, wo ich eingeschlafen bin. Es scheint alles ein bisschen zerstört zu sein. Krass, okay. Das ist echt ein seltsamer Traum. Gucken wir uns mal an. Seltsame Schwerkraft. Hallo, Corvo. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. What the fuck? Ich bin der Outsider. Und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Warum ist denn der Rauch so pixelig? Komm, finde mich. Okay, Kraft teleportieren. Drücke LT, um einen blitzschnellen, lautlosen Sprung zu vollführen. Du kannst die Kraft auch einsetzen, um dich nach oben zu bewegen, allerdings ist die Reichweite dann geringer. Wenn du Vorsprünge aktivierst, kannst du dich dorthin teleportieren und dann hochziehen. Halte LT gedrückt, um dein Ziel genau zu anvisieren. Wenn eine blaue Kugel erscheint, wirst du dein Ziel erreichen. Ein blauer Pfeil bedeutet, dass du hochklettern musst, wenn du das Ziel erreicht hast. Okay. Oh, krass. Oh, die Zähne kenne ich nicht so gut. Heruntergefallener Brief. Du kannst ihn nicht retten, du kannst ihn nicht retten, du kannst ihn nicht retten, du kannst ihn nicht retten und das Ganze 5-mal. Oh. Ich habe doch da vorne hingezielt. Ah. Okay. Verstehe. Und wie breche ich die ganze Aktion wieder ab? Was zum Teufel? Was machen Sie nur mit der Kleinen? Den Brief kann ich lesen. Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärst tot, so wie Mutter, aber ich werde diesen Brief in eine Flasche stecken und in den Fluss werfen, weil ich ihnen nicht glaube. Hier zu wohnen ist sehr seltsam. Es gefällt mir nicht, also komm so schnell du kannst und hol mich. Ja, kleine Emily, ich werde mich beeilen. Die Frage ist, wie du gerade zu mir gesprochen hast, weil ich mich in einem Traum befinde, aber das ist... ja. Die Kraft zu teleportieren ist echt ziemlich geil, muss ich sagen. Das gefällt mir gut. Okay.
Okay, was passiert jetzt? Moment, Moment. Die beiden werden angegriffen von zwei sehr seltsamen Roboterviechern. Okay, da bin ich schon sehr drauf gespannt. Ich glaube, ich bin da oben ein bisschen zu schnell weggesprungen. Der Typ hat irgendwas geplant, irgendeine kriegerische Handlung, und ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, was das war. Okay, schon geht's weiter. Stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schreien mir zu Ehren, nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens. What the fuck? Geformt von meinen Händen. Okay, das ist gestört. Offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen, wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Was zum Teufel macht dieses Herz? Wenn du das Herz in der linken Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen aufspüren, sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt oder eine Rune in der Nähe ist. Und es schlägt immer schneller, je mehr du dich näherst. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du LT drückst, während du die Person oder eine Person oder einen Ort anvisierst. Na, ich will das Ding dann nehmen. So. Tatsächlich mit mir. Was gibt's hier oben? Na, wie gesagt, es gibt immer irgendwas zu entdecken in diesen Spielen. Aber ich traue mich jetzt nicht, hier großartig rumzuspringen. Hauswand hoch. Das ist schon ziemlich creepy, wenn ich ehrlich bin. What the fuck? Und warum ist eine Laterne in dem Haus? Mein Gott. So, Rune gefunden. Wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Du kannst Runen sammeln, um damit übernatürliche Kräfte zu erwerben. Okay, das heißt Kräfte, Beherrschung, Zeit verlangsamen, tödlicher Schwarm, Windstoß. Das hört sich alles schon ziemlich verlockend an. Aber das werde ich mir alles einsetzt, obliegt später ansehen. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Okay. Vielen Dank, lieber Outsider. Ich weiß zwar nicht genau, womit ich das verdient habe, aber gut. Versteckte Verbündete, deine neuen Verbündeten, die sich in einer alten
Pub am Fluss verstecken, wollen dir ihre Pläne vorstellen. Triff dich mit den Anführern der Kaisertreuen, um herauszufinden, was sie vorhaben. Okay. Und schon wache ich wieder in der normalen Welt auf mit einem neuen Zeichen auf der Hand. Das heißt, das Ganze war kein Traum. Benutze das Herz, um die Rune in der Nähe des Hauses Pitpops zu finden. Sprich mit Admiral Havelock in der Bar. Okay, das Ganze werde ich aber nach einer kleinen Pause machen. Ich werde jetzt hier einen Speicherpunkt anlegen. Wie so oft. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Klickt einfach oben rechts auf das laufende Video. Dann kommt ihr in die Playlist, falls ihr noch nicht in der Playlist seid. Die Pfeile unten rechts und links zeigen euch an, dass ihr zum nächsten bzw. zum vorherigen Video kommen könnt. Das ist ganz logisch, würde ich sagen. Und ja, ob ich die nächste Rune finde, bzw. die erste Rune hier im richtigen Spiel, in der nächsten Folge. Also, bis demnächst.